Bayern ist unsere Heimat. Die Oberpfalz unsere Liebe. Wir stehen zu unseren Bräuchen. Wir lieben unsere Traditionen. Wir schätzen unsere christliche Prägung. Unserer Heimat zu dienen, den Menschen eine Perspektive zu bieten, die Oberpfalz im Bayerischen Landtag zu vertreten, das ist unsere Passion. Die EU beraubt unseren landwirtschaftlichen Familienbetrieben durch die Vielzahl an Verordnungen ihrer Handlungsfähigkeit und bringt deren Existenz in Gefahr. Lasst uns diesen Irrsinn stoppen. Bürokratie, Personalnot und immer größere Herausforderungen bringen unsere Polizisten an ihre Belastungsgrenze. Bringen wir sie wieder in die Lage dazu, ihre Arbeit effektiv zu erfüllen, indem unsere Justiz endlich die nötige Härte gegen Straftäter zeigt. Und nur wenn wir die Kontrolle über unsere Grenzen zurückerlangen, können wir unseren Bürgern ein sicheres Bayern zurückgeben. Der demografische Wandel und die immer älter werdende Bevölkerung erfordern ein rasches Umdenken in der Pflege. Fehlende Fachkräfte durch unattraktive Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung sind die Folge. Pflegeberufe müssen attraktiver gestaltet werden, die Bürokratie abgebaut und die Möglichkeit der häuslichen Pflege gestärkt werden. Der Patient muss endlich wieder als Mensch wahrgenommen werden. Wir müssen zu einer Gerechtigkeit in unserem Sozialsystem und bei den Arbeitsverhältnissen zurückkehren. Ein grenzenloser Sozialsystem fördert den Unmut in der Gesellschaft. Stellen Sie sich einmal selbst die Frage: Haben Sie das Gefühl, dass in unserem Land alles mit rechten Dingen zugeht und dass es uns heute wirklich besser geht als vor 5 Jahren? Die Altparteien haben sich unser Land zur Beute gemacht. Sie vertreten nicht mehr die Interessen der Bürger, sondern ausschließlich ihre eigenen. Statt in einer freiheitlichen Demokratie leben wir in einem Land der Klüngelei und der Vetternwirtschaft. Ein schwarzer Filz liegt wie Mehltau über Bayern. Er lähmt unser Land, er lässt es nicht mehr atmen. Bayern steckt tief im Sumpf der Korruption. Wir treten an, diesen Sumpf auszutrocknen und die Herrschaft des Unrechts zu beenden. Wir geben den Bürgern ihr Land zurück. Wählen Sie am 14. Oktober Stefan Löw, Benjamin Nolte und Roland Magal. Für ein Bayern, in dem wir tatsächlich wieder gut und gerne leben. Oberpfalz, Gott erhalt's!